Hallo? Schönen guten Tag, was ist Neues? Hallo? Ja, was machen Sie denn schon wieder hier? Ich mach gar nichts. Nee? Nee? Ich? Haben Sie denn schon wieder irgendwelche spitzen Gegenstände bei sich? Was? Nein. Ein Teil mit einem Haken vorne dran. Ich doch nein? Nicht. Nein. Dürfte ich sie vielleicht mal... Nein. Machen? Doch. Nee. Ich erkenne sie daran, ihrem Hut. Ja, das... Komm, bleiben Sie doch mal stehen. Ja, und dann? Bleiben Sie mal stehen, soll ich sie einmal kurz festhalten. Nee. Nee. Hallo, stehen bleiben. Ja, aber nicht festnehmen. Nicht festnehmen. Doch, festnehmen. Nee. Ist leider so, Frostmurf. Ich habe sie ihn angedroht. Was rennen Sie weg? Haben wir was zu verbergen? Nein. Nein? Hier nehme ich Sie erstmal vor euch fest. Wir nehmen Sie mal mit auf die Wache und wir schauen mal, was wir bei Ihnen so finden. Mhm. Ja. Ach, wobei, wir machen das kurz hier. Na, wobei. Also auf der Wache fände ich das ja schon schöner. Ja gut, dann nehmen wir so kurz mit, das kostet halt nur Zeit, aber egal. Ja, ja. Heieiei, Frau Smurf. Einen Moment. Mhm. Ja, bitte. Alle Shops sind Windows. Ich wieder. So, Frostmurf. Warum sind Sie zu den Herren so nett und zu mir so böse? Ich bin zu Ihnen nicht böse. Ich habe Sie freundlich begrüßt, aber Sie sind schon wieder weggerannt und das ist bei Ihnen recht verdächtig. Was? Nein. Ach, Frostmurf, Sie waren Autoknacker Nummer 1 auf Altes und ich schätze mal, dass auf Tanua das nicht anders aussieht. Ja, aber doch, jetzt noch nicht. Sagen Sie mal, was halten Sie denn von mir, als ob ich direkt hier Autos knacke? Das könnte ich mir schon vorstellen. Hm. Ah, schönen guten Tag. Eier. Na, wie geht's Ihnen? Jetzt super. Das freut mich zu hören. So, Frau Smurf. Mhm. Beeilen uns doch mal, dass Sie heute noch. Ja, lassen Sie sich Zeit. Ich meine, die Polizeiautos, die bleiben ja hier. Die rennen ja nicht weg. Kurz in mein Büro. So, mal die Tür, dass hier keiner reinplatzt. Mhm. So, Frau Smurf, wir werden Sie jetzt einmal durchsuchen. Oder besser gesagt, ich werde Sie einmal durchsuchen. Einmal kurz gucke ich Ihnen in den Rucksack und dann mal in die Hosentaschen. Und wenn das auch im Hut nichts zu finden ist, dann dürfen Sie auch wieder gehen. Ja, ich habe ja nichts dabei. Ja, das hoffen wir mal. Ja. Moment. Aha, okay. Aha.
Tja, Frau Smurf, da sind Sie mal wirklich unschuldig. Mal gucken, ja, hab ich ja gesagt. So. Sie können mir auch ruhig mal vertrauen. Frau Smurf. Kein einfach. Frau Smurf, ich beglückwünsche Sie zu einem geordneten Leben. Mhm. So, das nehmen wir Sie jetzt trotzdem mit. Was? Warum? Wohin? So. Oh. Verzeihung. Ja, alles gut. Boah, wollen Sie jetzt mit mir Streife fahren? Das finde ich aber toll. Ja, definitiv. Ach, Frau Smurf, so, wenn Sie nicht weiter irgendwie negativ auffallen, dann vergessen wir mal diesen Vorfall, weil eigentlich hätten Sie jetzt ein Ticket dafür erhalten, ne? Sie wissen es selbst. Was, wofür? Ja, Flucht vor der Polizei, ignorieren polizeiliche Anordnung. Warum Flucht vor der Polizei, ignorieren polizeiliche Anordnung? Also nein, das unterstellen Sie mir jetzt. Das unterstelle ich Ihnen nicht. Ja, doch. So. Frau Smurf, bitte verhalten Sie sich anständig und auch wieder, ja? Ja, mach ich doch immer. Empfangen. Das Betteln auf öffentlichen Straßen ist verboten, lieber Mann. Das ist nicht. Ich bettle ja nicht. So, jetzt nehme ich die Handschellen ab. So, Frau Smurf, bitte bleiben Sie sauber, ne? Ich doch immer. Schön, also... Spende für mich? Ich habe leider auch keine Spende für Sie. Ich kann mir nicht mal meine neue Uniform leisten. Tut mir leid. Aha. Ich brauche es selber. So, Frau Smurf, schönen Tag noch und Sie wissen, wir sind überall. Ja, Sie und überall, Nein. Pass mal, ich rede mit dir. Ja, was? Nee, mach ich gar nicht. Pass mal, sollte sowas nochmal vorkommen, gibt's erstmal einen Platzverweis und dann später noch ein Ticket, ne? Oh, ein Platzverweis. Wunderbar, steht Ihnen ausgezeichnet. Herr Frostmann, was war das schon wieder eben? Was? Machen sich über mich lustig eigentlich. So, jetzt habe ich gerade beschlossen, dass Sie dafür mal gerade stehen müssen. Wir knöpfen das ein bisschen Geld ab. Nee. Halt, stopp! Ist ja schon voll fies, dass das hier eine Sackgasse ist. Ja, ist halt so. Muss man entweder Also ich bin da schon stehen geblieben. Ja, Sie sind aber gerade wieder losgelaufen, Frau Smurf. Nein, ich bin hier gerade eben stehen geblieben, oder ich wollte gerade stehen bleiben, da haben Sie mich getasert. So, Frau Smurf, Missachtung vor die zeitliche Antwort. Was? Nee, also das unterstellen Sie mir jetzt. Das stimmt nicht. Ja, Frau Smurf. Das waren eigentlich $2000 für Sie. Aber? Aber da ich heute einen guten Tag habe, lasse ich Sie jetzt nochmal in Ruhe. Sollte sowas nochmal vorkommen, gibt es Ärger. Und dann kommt auch die Flucht der Polizei dazu. Das wäre dann... Noch mehr. Nochmal 850. Dann wären wir jetzt bei $2850 inklusive Geld. Also, bitte, ja? Ja, ich benehme mich doch, Herr Finchi. Tschüss, schön. Tschüss, gleichfalls.